Ja moin, hey Leute, hi, grüßt euch. Ja, willkommen zur vorerst letzten Folge von Hörbuch Hustle in Zusammenhang mit Carl Sagans Buch Der Drache in meiner Garage. Ich bin halt wieder im Büro, wie man sehen kann, im Arbeitszimmer und mache mich gerade fertig dafür, gleich nochmal zum Sport rauszugehen. Deswegen sehe ich auch ein bisschen so aus, wie ich gerade aussehe. Und ja, es ist Samstag jetzt, 23.01. Ich bin gestern aus den letzten Aufnahmesessions des Hörbuchs gekommen und ich wäre eigentlich schon 2 Tage vorher fertig gewesen, aber ich wollte gerne nochmal die ersten beiden Kapitel neu aufnehmen und das Vorwort und das Intro. Deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Ich meine auch in der letzten oder in einer letzten Folge habe ich euch nochmal den Unterschied gezeigt, wie das jetzt klingt. Also ich hoffe, ich habe es gemacht. Weil ich hoffe, dass man wirklich einen Unterschied hört. Nichtsdestotrotz hat jede Reise mal ein Ende und dieses Ende ist mir tatsächlich ein bisschen schwerer gefallen, als ich gedacht habe. Klar, immer wenn man ein Projekt irgendwie oder einen Schritt eines Projektes irgendwie beendet, ist es ein interessantes Erlebnis. Jetzt ist es aber so tatsächlich, ihr habt jetzt, was weiß ich, wie viele Folgen Hörbuchhustle gesehen, gehört. Die Folge wird wahrscheinlich ein paar Monate nach der Aufnahme erst gesendet. Und entweder habe ich das Hörbuch jetzt mittlerweile schon fertig geschnitten oder zumindest arbeite ich mit Hochdruck dran, je nachdem. Aber es kann sein, dass ihr noch nichts davon auf YouTube oder sonst wo gesehen oder in dem Fall gehört habt. Beziehungsweise die ersten Folgen, die ich davon für euch hochgeladen habe, habe ich jetzt mittlerweile wieder runtergenommen. Und das wollte ich gerne sozusagen als Abschluss nochmal ansprechen, warum und wieso. Ich hatte in den letzten Tagen ein paar interessante Gespräche mit ein paar Freunden wegen des Hörbuchs, die dann halt auch gespannt sind. Und die ein oder andere hat halt angesprochen, ja, und wie ist das denn mit Urheberrecht und bla bla bla. Und ich war halt immer so der Meinung, dadurch, dass es halt auf YouTube natürlich unglaublich viele Hörbücher zu allen möglichen Themen gibt und ich bis jetzt noch nicht, auch weil ich nicht danach gesucht habe, nicht davon gehört habe, dass die irgendwie runtergenommen, gelöscht, verklagt worden sind, die Kanäle oder sonst was, dass das so ein bisschen eine Grauzone ist. Wie gesagt, weil ich mich nicht damit beschäftigt habe. Und naja, die Sache ist jetzt halt einfach, ich habe mich jetzt sehr oberflächlich damit beschäftigt, aber doch genug, um skeptisch gegenüber der Veröffentlichung dieses Hörbuchs zu sein, wie ich es mir gedacht habe. Das heißt speziell dadurch, dass ich natürlich auch mit meinem Gesicht und auch meinem Klarnamen irgendwie hinter dem ganzen Projekt stehe, bin ich natürlich viel angreifbarer für Abmahnungen oder sonst irgendwas als irgendjemand, der einfach nur anonym irgendwo Hörbücher hochlädt, aus welchen Gründen auch immer. Die Abmahnkultur in Deutschland ist hier gefühlt. Gefühlt. Auch da, ich habe keine Recherche betrieben, aber zu dem, was ich in meiner Bubble so mitbekommen habe, auch relativ krass. Ich sage nicht, dass das der Verlag, bei dem die Rechte sind, selber macht, aber es kann ja immer irgendwie jemand da sein, der meint, mich abfacken zu müssen. So. Deswegen habe ich mich erstmal versucht, über die rechte Lage des Buches an sich zu informieren, zu gucken, wo liegen die Rechte des Buches, wer hat die Rechte, habe ich dann halt auch rausgefunden. Also zumindest damals, als es 97 erschienen ist, lagen die Rechte für die deutsche Übersetzung halt beim Knauer Verlag. Und ich wollte halt natürlich wissen, ob die Rechte immer noch bei denen liegen, um zu gucken, okay, was kann man da vielleicht machen? Und dann habe ich denen geschrieben und dann habe ich gesagt, ja, hey, liegen die Rechte noch bei Ihnen? Und wenn nicht, wo könnten die liegen? An wen könnte ich mich wenden? Wie könnten wir das machen? Hier und da, bla bla bla. Ich bin Schauspieler, ich würde das gerne machen, und weil ich das Buch wichtig finde, so und so. Und dann haben die mir auch relativ fix geantwortet innerhalb von einem halben Tag, meinten so, ja, Herr Romualdi, die Rechte liegen tatsächlich nicht mehr bei uns, die Rechte sind jetzt wieder beim Ursprungsrechteinhaber in Amerika, die haben mir dann entsprechend die, zumindest bei denen im System hinterlassenen Kontaktdaten zugeschickt und meinten zu mir, bevor nicht irgendwie eine Genehmigung vom ursprünglichen Verlag, vom Originalverleger vorliegt, können wir nicht darüber sprechen, wie die deutsche Übersetzung genutzt werden kann. Also in dem Fall speziell die deutsche Übersetzung vom Knauer Verlag von 1997, auf dem mein Hörbuch beruht.
Das heißt, meine Alternativen sind jetzt, den Originalverlag zu kontaktieren, zu gucken, wie es aussieht, denen die Sachlage zu erklären, zu gucken, ob die sagen, ja, cool, oder ob die wahrscheinlich eher sagen, so, nee, uncool, entweder lässt du uns jetzt halt hier irgendwie Kohle da oder was weiß ich. Und mich dann wieder mit dem Knauer Verlag in Verbindung setzen und zu gucken, was die dann sagen. Also ich meine, kann ja sein, dass der Originalverlag irgendwie sagt so, ja, oder der Verleger, die Verlegerin sagt so, ja, klar, können sie machen auf Deutsch, interessiert uns nicht. Wenn sie kein Geld dafür nehmen, dann ist uns das egal. Machen sie mal, was sie wollen. Aber dadurch, dass ich ja mit der Übersetzung vom Knauer Verlag arbeite, kann es natürlich sein, dass die das vielleicht ein bisschen anders sehen und sagen so, ja, Herr Romualdi, Sie benutzen unser geistiges Eigentum in dem Sinne, in dem sie unsere Übersetzung benutzen. Vielleicht wollen die ja Geld sehen. Ich weiß es nicht. Das sind halt Sachen, die einfach, oder die ich einfach klären möchte, bevor ich damit jetzt an die große Glocke gehe. Ich muss sowieso aufpassen, wie ich das Ganze hier formuliere, falls jemand vom Knauer Verlag das hört. Hallo, freut mich, Sie zu sehen oder zu hören. Schön, dass Sie da sind. Und jetzt ist halt die Sache, klar, ich darf das Buch, logischerweise das Hörbuch, nicht online öffentlich vertreiben. Ich darf damit keine Kohle machen. Ich darf das nicht verteilen. Das ist natürlich für den Kanal jetzt gerade ein bisschen doof. Oder für euch, falls euch das interessiert hat. Deswegen hoffe ich, dass euch zumindest die Hörbücher, die Hörbuch-Hustles ein bisschen Freude gebracht haben. Das heißt aber nicht, dass es jetzt, wie gesagt, damit endet. Also Hörbücher aufnehmen, weil die Erfahrung, die ich gemacht habe, war so oder so Knaller, weil ich habe unglaublich viel gelernt und mitgenommen auf dem Weg zum Hörbuch, ihr hoffentlich auch. Ich werde definitiv in Zukunft, in naher Zukunft oder in ferner Zukunft, das liegt auf jeden Fall mit auf dem Weg alles, weiterhin Hörbücher einsprechen, aber mir dann eben speziell Hörbücher holen, die ich gut finde und die eben, wo eben keine Verlagsrechte groß vorliegen, also die sozusagen urheberrechtsfrei sind. Das können, das werden wahrscheinlich Gedichte sein, Geschichten, Märchen, vielleicht gibt es auch das ein oder andere Wissenschaftsbuch, keine Ahnung. Da muss ich mich halt auch nochmal irgendwie informieren. Ich habe gerade nicht auf dem Zettel, ob es bei Reklam so ist, dass die urheberrechtsfrei sind und deswegen können sie die so günstig drucken. Das heißt, vielleicht mache ich Reklamlesungen, was weiß ich. Oder, das ist auch mein Angebot, falls ihr Autoren kennt, die gerne ihre Sachen eingelesen haben möchten, um das zu verteilen, ob das dann monetär gemacht werden soll, ob sie damit was dran verdienen wollen oder einfach nur the word rauskriegen, sagt denen ruhig, die sollen mir schreiben. Entweder hier auf YouTube oder auf meiner, ja, ich sag mal, Firmen-E-Mail-Adresse oder auf Facebook oder Twitter oder wo auch immer. Ich gucke mir dann gerne die Bücher an und wenn ich es cool finde, oder die Geschichten, müssen jetzt keine ganzen Bücher sein, können auch einfach nur Geschichten sein, gucke mir die Geschichten gerne an und dann kann man darüber sprechen, ob ich da sozusagen eine Hörbuchversion draus mache. Und dann kann man auch über Geschäftliches oder Nicht-Geschäftliches sprechen. Also da bin ich offen. Wie gesagt, wenn ihr jemanden kennt oder wenn ihr etwas kennt, was ich machen kann, lasst es mich wissen. Ich werde da jetzt ja selbst irgendwie hinterhängen. Und ja, was mache ich jetzt mit dem Hörbuch? Also ich werde es definitiv bearbeiten. Die Aufnahmen sind ja gemacht. Ich darf es halt nicht verteilen. Von daher, das wird auf jeden Fall nicht passieren, dass ich es öffentlich irgendwie groß da zugänglich mache. Ich werde es für mich machen. Ich habe es bei mir auf dem Rechner, wenn ich das selbst hören will oder wenn ich jemanden zu Besuch habe und den das hören lassen möchte. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es in meinem Privatbesitz, weil theoretisch, ich meine, was ich mit dem Buch mache für meine privaten Zwecke, ist ja meine Sache. Ich könnte das Buch ja auch einfach so haben und jemanden vorlesen, den ich kenne, der hier zu Besuch ist. Aber ich werde nicht dafür sorgen, dass es jetzt groß verteilt wird und irgendjemanden imaginäre oder tatsächlich Schäden entstehen könnten. Das ist einfach rechtlich zu prekär, vor allem, weil ich nicht das Geld habe, mir einen Anwalt zu leisten, um das überhaupt im Vorfeld zu klären, wie es in der Sache aussieht. Aber wie gesagt, der Verlag hat mir sehr deutlich gesagt, ich habe momentan logischerweise nicht das Recht, das zu verteilen. Das werde ich auch nicht tun. Unabhängig davon. Wie geht's jetzt weiter? Ich werde wahrscheinlich nicht öffentlich zugänglich oder beziehungsweise nur für Leute, die es interessiert, Ausschnitte aus dem Hörbuch, also die besten Ausschnitte, irgendwie so eine maximale Minute oder so, auf Plattformen hochladen, die speziell dafür da sind, Schauspieler und Sprecher zu engagieren.
Also dass es sozusagen Hörprobe von mir ist, das sollte an sich ja eigentlich kein Problem sein. Und dann ist sozusagen der Drache in meiner Garage erstmal abgehakt. Das wird sicherlich noch irgendwie einen halben Monat, Monat oder so dauern, bis überhaupt irgendwie alles da abgefrühstückt ist. Aber das ist so jetzt der Plan für die nahe Zukunft. Und wie gesagt, für die weite Zukunft. Ich hoffe, dass ich Hörbuch-Hustle mit weiterfolgenden Büchern betreiben kann. Deswegen, das ist auch der Grund, weswegen ich halt Hörbuch-Hustle Episode 5 habe, anstatt Hörbuch-Hustle und dann Titel des Buchs Episode 5. Weil Hörbuch-Hustle geht zwar weiter, aber das Buch, mit dem ich durch bin, an dem ich arbeite, ist ja irgendwann durch. So. Deswegen ist es jetzt noch so, dass die Zahlen sich matchen. Also Hörbuch-Hustle Folge 1, Carl Sagan Folge 1, aber irgendwann, weiß ich nicht, lese ich vielleicht Rotkäppchen und dann habe ich Hörbuch-Hustle Folge 25, Rotkäppchen Episode 1. Keine Ahnung. Falls das überhaupt nur bei Hörbuch-Hustle halt bleibt. Also ich habe ja noch ein paar andere Ideen. Ihr kennt das ja, ihr wisst ja, wie das mit Ideen ist. Man hat immer viele Ideen und viel auf der Kachel irgendwie. Aber ja, lassen wir uns überraschen. Mal gucken, in welche Richtung es schauspieltechnisch mit mir weitergeht, mit meiner Agentur. Wie es vielleicht auch an sich nebenberuflich weitergeht. Also jetzt mal durch die ganze Situation, unabhängig oder unabhängig von der ganzen Situation, muss einfach Kohle reinkommen. Meine Agentur gibt mir natürlich regelmäßig Castings, aber wie es halt so ist, entweder liegt es an mir oder es liegt an den Produzenten, an den Castern, wie auch immer, habe ich halt bis jetzt noch keine Jobs gelandet. Also von daher, wie gesagt, das ist eine sehr unbeständige Einnahmequelle, wenn sie dann irgendwann mal aufgeht. Und deswegen werde ich mich wahrscheinlich jetzt in nächster Zeit, jetzt Ende Januar, Anfang Februar, zusätzlich nach einem Nebenjob umsehen. Irgendwie also kein 450-Euro-Job, sondern so einen habe ich schon, sondern eher einen Teilzeitjob irgendwie. Vielleicht kann ich irgendwo auf easy 800, 900 Euro oder, weiß nicht, ein Taui brutto machen, wenn es gut läuft, wenn es klappt. Ich meine, das sind jetzt wahrscheinlich auch hohe Ansprüche. Wenn nicht, ist dann halt so. Aber das sind jetzt so meine privat-beruflichen Ziele, einfach um meine liquide Situation zu verbessern. Ich denke, mit den Ersparnissen, die ich habe, wenn man auch an die Steuerersparnisse gehen würde, die eigentlich dafür sind, meine Steuern zu bezahlen, würde ich wahrscheinlich noch irgendwie Februar, März, vielleicht auch ein bisschen länger, wenn ich ein bisschen mehr aufs Geld achte, über die Runden kommen. Und dann wird es halt knapp. Deswegen muss ich halt so ein bisschen schauen. Also ihr seht, es ist gerade unglaublich viel los. Und ich muss halt auch einfach gucken, wo ich hin will. Vielleicht sage ich ja auch meiner Agentur so, ey, ich brauche jetzt für die nächsten 3 Monate bitte keine Anfragen von euch, weil ich da den Kopf momentan nicht für habe, weil mir das so viel Stress macht oder weil da eh nichts mehr rumkommt und wir sprechen uns irgendwie Mitte des Jahres nochmal. Und ja, vielleicht wird auch aus Hörbuch-Hustle dann irgendwann Live-Lessons oder Live-Hustle, keine Ahnung. Ich halte euch Vlog-Style-mäßig über mein Leben auf dem Laufenden, keine Ahnung. Aber ja, das war es eigentlich erstmal soweit, was für euch wahrscheinlich irgendwie interessant ist im Zusammenhang mit der ganzen Hörbuch-Situation und ein paar Sprinkle, sage ich mal, aus meinem privat-beruflichen Leben. Ja, von daher, ich kann jetzt eigentlich nichts anderes machen. Mir bleibt nichts anderes übrig, als mich bei euch generell einfach zu bedanken. Für all die, die bis jetzt hier dabei waren oder auch meinetwegen neu dazugekommen sind, herzlich willkommen und auf Wiedersehen. Und ich hoffe, wie gesagt, ihr habt irgendwas mitgenommen. Ich hoffe, ihr wurdet unterhalten. Ich hoffe, vielleicht haben euch die Sachen alle so ein bisschen angeregt, mal in der Richtung, was Sagan und so gesagt hat, nachzuschauen. Vielleicht habe ich euch für Sagan interessiert, vielleicht habe ich euch für die Dinge interessiert, die ich angesprochen habe, meine Sichtweisen auf bestimmte Sachen. Und ja, ich würde mich freuen, euch in Zukunft wiederzusehen, oder ich würde mich freuen, wenn ihr mich in Zukunft wiederseht, weil es ist ja eine relativ einseitige Unterhaltung hier. Ich weiß ja nicht, wer von euch letztendlich zuschaut, also bis auf 2 Leute weiß ich, die das genau machen, aber die sich auch im echten Leben. Und ja, danke für alles, danke, dass ihr dabei wart, danke, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr seid weiterhin dabei und ich wünsche euch alles Gute, viel Kraft,
bleibt euch treu, bleibt offen, seid skeptisch, habt eine dufte Zeit und wir sehen uns. Macht's gut.